Ich halte euch heute einen Vortrag über sehr dumme Menschen. Bevor dieser Vortrag losgeht, möchte ich euch jetzt noch einen Witz erzählen, um reinzukommen. Zwei Stifte gehen in den Wald, kommt ein weiterer dazu, sagt der eine, ich gehe jetzt, mir wird es hier zu bunt. Okay, zu viel für heute, aber legen wir einfach mal los. Habt ihr auch manchmal das Bedürfnis, dass euch jemand filmt, währenddessen ihr schlaft? Nein? Dann seid ihr hier genau richtig. Ein Kanal für die ganze Familie. Neben Harzern und dummen Menschen werden hier auch Kinder für Pedos veröffentlicht. Schlagt jetzt zu! Okay, Spaß beiseite. Aber es gibt einen Kanal auf Twitch, der mich, glaube ich, wirklich verarschen will. Und dieser Kanal heißt Hartz-IV-Opfer. Und ja, Leute, er macht seinen Namen alle Ehre. Ja, hä, aber wer ist denn dieses Hartz-IV-Opfer? Naja, sagen kann ich das jetzt nicht so ganz, aber seinen IQ kann ich an den Händen abzählen und den IQ seiner Zuschauer ebenfalls. Aber ich sage euch jetzt erstmal, was er eigentlich so macht und wie verdummt diese Menschen eigentlich sind. Denn dieses Hartz-IV-Opfer streamt seine eigene Tochter während des Schlafens und hunderte Menschen schauen dort zu. Aber sag mal du, ist das nicht ein bisschen bescheuert, weil dort dann sich extrem viele Pädophile aufhalten werden, sich darauf aufgeilen? Ja, ist es. Und es ist sogar sehr bescheuert, liebe Freunde. Aber ich werde euch jetzt gleich mal aufzeigen, wie dieses Hartz-IV-Opfer argumentiert, warum es doch eigentlich auf Twitch streamt auf. Ja, das ist... ja. Lesen wir uns dazu doch einfach mal die Beschreibung durch. So, liebe Leute, eines vorweg. Wenn ihr gedacht habt, dass ich durch meinen Stream Geld verdienen möchte, habt ihr den Kontext nicht verstanden. Zum Zweiten werden zigtausende Babys seit ihrer Geburt bei YouTube sozusagen veröffentlicht. Zigtausende Male werden bei Instagram Kinder gepostet und sogar stillende Babys zur Schau gestellt. Haben diese Eltern ihre Babys vorher gefragt, ob sie das dürfen? Was ist mit Werbung, Serien oder Spielfilme? Sind diese Babys etwa entscheidungsfähig? Das juckt aber niemand. Aber wenn ich mein schlafendes Kind angezogen und zugedeckt livestreame, macht ihr so einen großen Aufstand. Ich kotze, wenn ich sowas lesen muss. Und nein, liebes Hartz-IV-Opfer, diese Kinder sind alle nicht entscheidungsfähig. Das heißt aber nicht, dass du es genauso mit deinem Kind machen musst. Dazu ist Twitch ab 13, wenn es die Eltern erlauben. Und bei diesem Kanal ist der Protagonist nicht mal 5 oder so. Willst du mich eigentlich verarschen? Dementsprechend darf dieser Kanal gar nicht existieren. Du, aber andere machen das doch genauso. Ja und? Dann sind die anderen halt genauso scheiße. Was ist das eigentlich für ein dummes Argument? Wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand Fahrerflucht begeht und jemanden angefahren hat oder so, heißt das nicht, dass du das genauso machen sollst, nur weil es andere auch gemacht haben. Das ist einfach nur komplett bescheuert. Du stehst einfach in der Pflicht. Und hier stehst du in der Pflicht, einfach nicht dieses Kind streamen zu dürfen. Da könnte ich mich wieder pausenlos drüber aufregen, über so viel Dummheit in der deutschen Gesellschaft hier. Wirklich, reg ich mich drüber auf. Was sagst denn du dazu? Aber da merkt man, dass hier wirklich ein Hartz-IV-Opfer am anderen Ende des Empfangbolzens steckt. Aber lesen wir jetzt einfach mal weiter, was er sonst noch so sagt. Twitch bietet vom Gaming, Just Chatting bis zur ASMR alle Möglichkeiten, seinen Stream zu veröffentlichen. Und genau das mache ich auch. Ich hoffe, wir werden in Zukunft viel Spaß haben. Ach stimmt, sein Kind-Stream zählt hier definitiv unter Just Chatting, ASMR, Gaming oder anderen Kategorien. Also da hat auf jeden Fall jemand Ahnung studiert. Nee, Alpha Kevin, aber irgendwo hat er ja auch recht. Wenn auch ein Unge oder auch ein Excel sich beim Schlafen streamen, das können die doch auch machen. Ach, halt doch einfach die Klappe, die machen das doch auch einfach freiwillig. Ihr hättet es bestimmt auch richtig geil gefunden, wenn euch die ganze Zeit jemand filmt. Ich meine, das Kind, das weiß es selber nicht, aber es hat halt damit null Privatsphäre. Und wenn es später diese Streams selber sieht von sich, dann würde ich einfach denken, dass meine Eltern einfach komplett beschissen sind. Widerliche Vollidioten. Und auch die Zuschauer sind wirklich absolut widerlich, muss man sagen. Vor allem schreibt dann auch noch das Hartz-IV-Opfer, dass er wirklich Spaß hat. Yeah. Bei was hast denn du bitte Spaß? Wenn sich das Kind im Schlaf irgendwie mal dreht oder dass sich irgendwelche Pedos im Chat melden, komme ich nicht drauf klar. Sowas muss schlechtweg gebannt werden, weil sowas auch nicht mal im Ansatz irgendwie geht, sein Kind so zur Schau zu stellen. Des Weiteren hat der YouTube-Streamer Skurros auch etwas dazu gesagt und dann hat später auch noch das Hartz-IV-Opfer das in seiner Beschreibung geschrieben. Hey Skurros, mi, ich wurde nicht gebannt, sondern hatte mich nur kurzfristig deaktiviert, damit ich die Richtlinien komplett durchlese und mein Anwalt sich auch davon ein Bild machen kann. Warte mal ganz kurz, wie er geht zum Anwalt mit seinen komischen Streams, die er da macht? Das wäre mir doch viel zu peinlich, um nicht als kompletter Vollversager dazustehen. Ja, um ehrlich zu sein, sehe ich das genauso. Und ich glaube, nur Menschen mit einem IQ unter 10 würden sich bei sowas einen Anwalt suchen. Also tu mir mal bitte nicht weh. Und vor allem hat dann sich der Anwalt wahrscheinlich selber einen Anwalt genommen, um dann gegen den Typen vorzugehen. Anders kann ich es mir wirklich nicht vorstellen. Dann schreibt aber unser Hartz-IV-Opfer noch genau das hier. Was soll ich sagen? Ist alles legal, aber dir zuliebe werde ich das Gesicht in Zukunft unkenntlich machen, mein Schatz. Ich hoffe, deine Hater lassen mich in Ruhe. Oder auch nicht. Ich habe trotzdem Spaß. Wie geil ist das denn? Alter, ich kann es wirklich nicht fassen. Was will man bitte mit solchen Streams eigentlich erreichen, frage ich mich. Ich meine, man macht kein Geld mit den Streams. Man zieht nur Pedos auf seinen Kanal und man stellt sein Kind öffentlich zur Schau.
Ist das irgendwie geil oder macht das Spaß? Wo will man da wirklich Spaß empfinden? Ja, aber du, was will man denn da jetzt eigentlich so richtig dagegen tun? Wir sind doch da eh chancenlos. Naja, ich habe euch mal den Link von diesem Kanal in die Beschreibung gepackt. Was ihr dort unternehmt, das steht euch komplett frei. Ich möchte jetzt hier niemanden dazu bringen, irgendwas zu melden oder irgendwas zu unternehmen. Wenn ihr das mögt, könnt ihr das gern machen. Aber ich werde auf jeden Fall was dagegen unternehmen, weil ich muss halt wirklich sagen, man kann nicht einfach so Kinder ohne Erlaubnis, ohne irgendwas im Internet zur Schau stellen, damit Pedos auf den aufmerksam werden. Das geht halt einfach gar nicht. Und da bin ich auch komplett dagegen. Wenn ihr natürlich auch dagegen seid, könnt ihr entweder dahingehend was unternehmen, ihr könnt auch gerne dieses Video hier teilen, damit umso mehr Menschen das Ganze erfahren. Das wird mich auf jeden Fall riesig freuen und ich hoffe, dahingehend wird sich demnächst extrem was ändern, auch auf Twitch. Vielleicht werden die dadurch aufmerksam auf diesem Kanal. Generell bin ich ja auch geschockt, dass sowas überhaupt zustande kommen kann. Also wie Menschen in der Lage sind, ihr Kind überhaupt auf irgendwelchen öffentlichen Plattformen zu streamen. Das ist halt, das verstehe ich einfach nicht. Und wenn ihr jetzt ähnliche Fälle kennt oder ihr irgendwelche Tipps habt zu irgendwelchen Kanälen, die ich nochmal aufdecken soll, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben oder mir auf Instagram eine Nachricht schreiben. Die lese ich mir auch meistens durch. Und ja, da würde ich mich halt riesig bedanken. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Stänkchen ans Wänkchen, euer Alpha Ken und ciao.